Hey, ja, hier ist der Schnuppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends, The World Tour, wo wir beim letzten Mal wieder erfolgreich gecrashed sind, und zwar eine Brustpokal sind wir dort umgangen dabei, um dort die Goldmedaille zu crashen. Und machen jetzt weiter mit der nächsten Festkreuzung im Rahmen der Quest-Serie, und zwar geht's diesmal nach Florida. Genauer gesagt nach Waterfront. Denn dort gibt es eine neue Questkreuzung für uns, und zwar handelt es sich hier um Falling Down. Wir fallen also irgendwo runter, wahrscheinlich wieder von der Brücke oder so eine Art. Oder springen runter. Mal gucken, wie es so aussieht. Wir fahren mit diesem Auto hier, also was für ein Auto ist. Wir haben dort den Booster gehabt, dort die Sprungschanze. Und Gold, da ist Crashbreaker und da ist Silber. So, jetzt nehmen wir uns einen zusammen und fragen uns, wo ist Bronze? Ja, Bronze, der Bronze-Buni, wo ist der? Keine Ahnung, jedenfalls ist er wohl nicht da, wo die Kamera hin ist. Ja, gut, wir haben hier als Bedingung recht hohe, muss man sagen. 85.000 Crash-Dollar müsste es nämlich sein für Bronze. Ja gut, wenn man ehrlich sein möchte, Bronze kriegt man eigentlich immer zusammen irgendwie Crashed, ja. Also in der Regel ist das trotzdem nie so hoch, dass man da wirklich für Kämpfe arbeiten müsste. Bronze ist auch manchmal Silber, wird einem quasi geschenkt oft. Aber hier brauchen wir für Silber 215.000 Crash-Dollar. Und für Gold müssen wir ein bisschen mehr tun in der Regel. Doch diesmal wahrscheinlich mit 400.000 Crash-Dollar. Dazu 10 Wracks mit dem Crash-Breaker. Gar nicht so viele, ne? Also ich sagen, ja, los geht's. Wir fahren natürlich die Sprungschanze, die zum Golden Bunny führt. Ja, das ist gut. Die erste direkt her. Und los geht's. So. Na wunderbar, direkt rein da. So, gucken, ob wir den Seemann auch noch kriegen. Ne, den sehe ich auch nicht. Weiß nicht, wo der ist. Der war da gewesen. Schade, schade. Naja, vielleicht reißt es trotzdem. 442.000 und den Goldboni immerhin, das reicht ja trotzdem. 467.000 ist Gold. Ja. Wenn das nicht ist, haben wir doch das gut hingekriegt. Und eine weitere Goldmedaille verdient, wie es sich so gehört, finde ich. Sehr schön. Ja, ein neues Event gibt das und einen neuen Rekord. 30 Crashes haben wir damit gemacht. Immerhin. Sehr schön. Und das, dann nehmen wir uns wieder 500.000 mehr. Das heißt, wir haben 32 395.000 Crash-Dollar verdient. Und da haben trotzdem noch relativ viel zu 50 Millionen zu tun, muss man sagen. Auf jeden Fall war es das wieder mit der Crash-Kotzung hier. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß damit. Denkt nie mal an die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um auf der Stand zu bleiben. Ihr könnt beitreten in den Discord-Server zum Quatschen, Kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt und noch viel, viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.